Meine Freunde haben mich natürlich erstmal schief angeschaut, als ich denen gesagt habe, dass ich Versicherungsvertreter werden möchte. Aber für mich war das schon immer klar. Versicherung ist eben nicht so, wie man sich das immer vorstellt, sondern es gibt da ganz viele Bereiche. Das hat keine 2-3 Tage gedauert. Dann war für mich klar, hier muss es irgendwie klappen, in der Abteilung. Ja, und dann hieß es Vollgas geben und alle davon überzeugen, dass ich hierher gehöre. Ich bin Katharina Schulz und ich bin in der Position Abteilungsleiterin Kapitalanlage, Controlling und Risikomanagement. Wir sind eine Leistungsabteilung. Wir müssen in entscheidenden Phasen des Marktes, aber auch in Planungsphasen funktionsfähig sein. Und das heißt auch, dass wir davon leben, dass das Team funktioniert. Also ich habe Mathe studiert und bin dann als Trainee zur VWH gekommen, habe da ein paar Bereiche gesehen und bin dann letztendlich in meiner aktuellen Position gelandet. Mein Name ist Lukas Nolte und ich bin EDV-Koordinator und Projektmitarbeiter. Für die Mitarbeit in meiner Abteilung ist es ganz wichtig, dass man kommunikationsstark ist und eine hohe Analysefähigkeit mitbringt, damit man die Probleme versteht. 2014 konnte ich den VGH Cup im Springreiten gewinnen und anschließend habe ich mich bei der VGH beworben. Mein Name ist Dominik Schwolo und ich bin aktuell im Trainee-Programm für die Agenturübernahme. Um in der Selbstständigkeit und als späterer Handelsvertreter erfolgreich zu sein, muss ich mich natürlich weiterbilden, gerade jetzt im Trainee-Programm. Und aus diesem Grund besuche ich viele Seminare. Ich habe mich für das Trainee-Programm bei der VGH entschieden, weil es mir die Möglichkeit gegeben hat, eben verschiedene Bereiche auch kennenzulernen. Und man kann auch gerade im Trainee-Programm beispielsweise als Jurist, Wirtschaftswissenschaftler ist so ein Standardfall, aber auch als Ingenieur einsteigen oder Landwirt, weil auch da gibt es natürlich viele Bedarfe. Mein Name ist Stefan Albrecht, ich bin 34 Jahre alt und der Veranstaltungstechniker der VGH Versicherung hier in Hannover. Man hat eine soziale Sicherung, man hat eine berufliche Zukunft, man kann sich auch weiterbilden, man wird in allen Punkten gefördert. Ich darf mich frei entfalten und auch mal unkonventionelle Wege ausprobieren. So wie bei uns hier das Büro zum Beispiel, wir haben das Büro hier eine Idee gehabt, haben viele, viele Gespräche, Konzepte erarbeitet, Businessplan vorgestellt und schneller wie gedacht innerhalb von eines Jahres saßen wir hier in einem neuen Büro. Ich heiße Rahman Gambia, bin 32 Jahre alt, bin hauptberuflicher Vertreter für die VGH-Versicherung. Also das, was an diesem Bereich wirklich hochgradig spannend ist, ist die hohe Schlagzahl, die man hat, der hohe Grad der Abwechslung. Also hier ist noch kein Tag wie der andere gewesen und die Themenvielfalt ist enorm. Also hier wird einem auch nicht langweilig. Ich mache seit 32 Jahren Taekwondo, eine koreanische Kampfkunst. Und es ist viel Disziplin erforderlich im Taekwondo und das kann ich auch beruflich gut umsetzen. Mein Name ist Isabel Brugmann und ich arbeite als Versicherungskauffrau in Teilzeit in einer VGH-Vertretung in Garbsen-Bärenbostel. Also mein Verantwortungsbereich liegt hauptsächlich in der Kundenbetreuung, sowohl persönlich als auch am Telefon oder vor Ort beim Kunden. Als Außendienstler bei der VGH ist man natürlich auch viel unterwegs, von Kunde zu Kunde. Bei der VGH steht der Mensch im Vordergrund, was das Arbeiten sehr erleichtert. Mein Name ist Dennis Reimann und ich arbeite im Außendienst. Ich werde gerufen oder beauftragt bei einem Schaden ab 25.000 Euro. Verschaff mir einen Überblick gemeinsam mit dem Kunden. Lass mir vom Kunden schildern, wie es zu dem Schaden gekommen ist. Und dann ist es auch meine Aufgabe, so ein Stückchen weit die Leute mitzunehmen, durch den Schaden zu führen, zu signalisieren, du bist nicht alleine da, die VGH steht neben dir. Mein Name lautet Karl-Heinrich Wiechmann, ich bin Großschadensregulierer. Man muss eigentlich eine ganze Menge Talente mitbringen, idealerweise. Dazu gehört sicherlich ein bisschen reden können, ein bisschen Rhetorik, sicheres Auftreten. Und dann ist wirklich Learning by Doing. Einfach gerne mit Menschen reden und gerne mit Menschen zusammen sein. Das ist im Außendienstbereich sehr, sehr wichtig. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es sich auszahlt, Leistung zu zeigen und sich für die Themen hier einzusetzen. Als späterer Agenturleiter steht mein Name da über der Tür. Ich habe mein eigenes Personal, meinen eigenen Versicherungsbestand. Ich bin für alles, für mein eigenes Unternehmen verantwortlich. Da habe ich einfach Bock drauf. Ich bin einfach froh darüber, Teil dieser VGH-Familie geworden zu sein. Ich liebe diesen Job. Ich bin mit Begeisterung Schadensregulierer. Und als mich mein damaliger Chef vor 32 Jahren rekrutiert hat, wusste ich, hier bist du richtig.